Ja, liebe Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer, ich freue mich, dass ich hier ein paar erste Ergebnisse meiner noch im Werden bestehenden HBIL vorstellen darf. Ich möchte das tun, indem ich kurz den Hintergrund der Arbeit aufschließe, dann exemplarische Ergebnisse zu einem Schüler liefere, um dann gerne mit Ihnen in den Austausch und die Diskussion zu treten. Ja, beim Hintergrund, was gehört zu so einer Arbeit immer dazu? Ein Forschungsproblem, Ziele der Arbeit, zentrale Forschungsfragen und eben das Design und die Stichprobe. Und das allgemeine Forschungsproblem, da wären das Eulen, die ich nach Athen trage, wenn ich eben sage, dass es eine große öffentliche und akademische Debatte darüber gibt, wie sich jetzt Schöpfungstheologie einerseits und Naturwissenschaften andererseits zueinander verhalten, wenn man sich fragt, woher kommt die Welt, woher kommt der Mensch? Da sind die verschiedensten Autoren aus Naturwissenschaften, Theologie aus den unterschiedlichsten Ecken zu nennen. Das kann man natürlich hier nur exemplarisch tun. Und genauso wäre es eigentlich überflüssig, hier die vier Formen der Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Religion nach Barber anzuführen, die man natürlich auch nochmal eigens diskutieren könnte. Den Konflikt, die Unabhängigkeit, den Dialog oder die Integration. Bei mir als Religionspädagoge geht es jetzt um folgenden Fokus im Religionsunterricht. Religionspädagoginnen, Pädagogen und Lehrkräfte müssen genauer verstehen, inwiefern sich Wissen und Einstellungen ihrer Schülerinnen und Schüler in den Domänen Schöpfungstheologie, Astrophysik und Evolutionsbiologie verändern. Ich brauche sozusagen in der Bedingungsanalyse ein Bild von dem, was meine Klientel glaubt und weiß. Und hier gibt es natürlich auch eine Kontroverse, inwiefern jetzt bei Jugendlichen in Deutschland ein Abschied vom Schöpfergott stattfindet. Das war Thema meiner Dissertation. Und es wird auch immer wieder in der Religionspädagogik über die sogenannten Einbruchsstellen des Gottesglaubens diskutiert, dass sozusagen je älter junge Menschen in unserer modernen Gesellschaft würden, umso stärker würden sie den Glauben an eine übernatürliche Macht oder Gott als Welturheber verlieren und es käme sozusagen zu einer Säkularisierung oder Verdunstung des Schöpferglaubens mit dem Erwachsenenwerden. Da bin ich skeptisch, ob man das so einfach diagnostizieren kann, aber das ist natürlich eine langanhaltende Debatte der letzten Jahrzehnte. Und insofern, glaube ich, sind neue Längsschnittuntersuchungen nötig. Das bedeutet Längsschnitt in dem Sinne, dass wirklich dieselben Probanden, in dem Fall Schülerinnen und Schüler, in ihrem Leben zu mehreren Zeitpunkten über ihre Einstellungen befragt werden, damit man sozusagen einen Kurzfilm, ein Zeitrafferbild erhält, wie sich jetzt diese Einstellungen tatsächlich wandeln. Und da gibt es eine relativ alte, aber sehr gute Studie von Fetz, Reich und Valentin, 2001 veröffentlicht, wo Schweizer Schülerinnen und Schüler in den 80er und 90er Jahren hierzu untersucht wurden im Längsschnitt. Und eine Studie von Worsley in Großbritannien, der auch Schülerinnen und Schüler 7 Jahre später sozusagen nochmal mit ihren Einstellungen aus der Kindheit konfrontiert hat. Und viel mehr haben wir aktuell eben nicht. Das heißt, was ist das Ziel der Arbeit? Ich möchte eine qualitativ empirisch begründete Theorie darüber entwickeln, inwiefern und auf welche Weise sich Schülerwissen und Einstellungen über mehrere Schuljahre hinweg verändern bzw. auch stabil bleiben, um damit eben die religionsdidaktische Debatte zu befeuern und Schöpfung im Religionsunterricht der Sekundarstufe 1 und 2 besser unterrichtbar zu machen. Zentrale Forschungsfragen. Man kann die ganze Geschichte synchron befragen, also was ist in einer bestimmten Klassenstufe en vogue? Dann wäre die Frage eben nach dem Ursprung der Welt, was denken Schülerinnen und Schüler über diesen und wie kombinieren sie ihre Einstellungen zum Beispiel über Urknall und Weltschöpfung in den Klassen 5, 7, 9 und 11. Dasselbe Spiel kann man natürlich auch spielen, wenn man sich nach dem Ursprung der Menschheit fragt, also wo kommen die ersten Menschen her, sind sie vom Affen oder einem affenähnlichen Vorfahren evolutionsbiologisch emergiert oder wie auch immer, oder sind sie von Gott ins Paradies gesetzt. Also das sind Fragen für die jeweilige Jahrgangsstufe synchron und dann kann ich eben im Längsschnitt den diachronen Fokus auf diese Entwicklungen oder Stabilitäten richten und eben fragen, inwiefern sich hier Veränderungen und Stabilitäten von den jeweiligen Messzeitpunkten zum nächsten ausmachen lassen. Sie sehen jetzt hier das ganze
Design der Studie. Es sind insgesamt 4 Messzeitpunkte geworden. Es ist natürlich eine kleine explorative Studie, die nicht repräsentativ ist. Es war eine Schulklasse mit 24 Schülern in Jahrgangsstufe 5 im Juli 2010. Die waren etwa 11 Jahre alt und die haben von mir damals noch ihrem Religionslehrer den Arbeitsauftrag bekommen, malt doch mal in Kleingruppen ein Bild, wie ihr glaubt, dass die Welt entstanden sein könnte. Und dann haben sie in 8 Gruppen Bilder und Texte produziert, wo sozusagen ihre Weltursprungsfragen beantwortet wurden, auf ihre kindertheologische Weise. 2 Jahre später war ich dann bereits nicht mehr Lehrer an der Schule, sondern Dozent, bin dann an die Schule zurückgekehrt und habe gefragt, wer bereit wäre zu einem Interview, wie sich jetzt die Einstellungen darstellen, und habe dann sozusagen nochmal 17 dieser Schüler in 8 Interviews gewinnen können. 2 davon waren nicht für ein Interview bereit, aber haben aber immerhin einen Fragebogen ausgefüllt, sodass ich insgesamt also 17 Probanden habe. Dasselbe Spiel dann in Juli 2014, 2 Jahre später, da immer noch 15 erreicht, und immerhin eine ganz kleine Gruppe noch dann im Juli 2016 in einem 2er-Interview und 3 Fragebögen, die mir hier Rede und Antwort gestanden sind. Das hat jetzt sozusagen den Charme, dass diachrone Beobachtungen möglich sind. Das wurde dann ausgewertet von mir mithilfe der Ground Theory. Für die, die sich damit auskennen, Strauss und Corbin, offenes Kodieren und dann so eine Art typologisches Kodieren oder selektives Kodieren und unterstützt mit MaxQDA, also der Computersoftware. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse zeigen, die hier einen Schüler, den ich Nico genannt habe, kurz beleuchten. Dazu also die verschiedenen Messzeitpunkte und dann das Gesamtbild. Sie sehen hier das Bild, das Nico zusammen mit seinen beiden Mitschülerinnen gemalt hat. Und Sie sehen hier schon eine ziemlich klare Struktur, die natürlich an das Sechstagewerk in Genesis 1 erinnert. Und um das Ganze noch etwas besser zu verstehen, lese ich Ihnen den Text vor, den die Schüler zu diesem Bild verfasst haben. Zitat: Wie die Welt entstanden ist. Es gab eine große Kugel, auf der nichts als Wasser war. Kein Licht, keine Lebewesen, keinen Himmel. Da dachte sich Gott, so kann es nicht weitergehen. Darauf schuf er Licht, in Klammern Sonne für den Tag, und bei Nacht ließ er geringere Lichter, in Klammern Mond und Sterne, arbeiten. Er trennte das Wasser und pustete Luft in den Hohlraum. Wir müssen hier, leider ist es abgeschnitten, einen kleinen Mund sehen. Also Gott pustet hier im dritten Element, im dritten Tag Luft in diesen Hohlraum, also ein anthropomorphes Gottesbild angedeutet. Er meinte, Lebewesen sollen ins Wasser. Da passierte es. Das wäre jetzt eben das, was wir gehört haben, die Wortschöpfung, ja, Gott will es und es geschieht, so nach dem Motto. Aber alle Lebewesen können doch nicht schwimmen und sich an das Wasser anpassen. Fester Boden muss zwischen das Wasser. Er ließ Engelszwergchen, das hier sind die Engelszwergchen, eine Mischung aus Zwerg und Engel, die hier diese Treppe runterkommen. Er ließ Engelszwergchen auf die Erde kommen. Sie bepflanzten den festen Boden mit Gras und allerlei anderem. Nun erschuf er Leben auf der Erde, die Dinos. Im Laufe der Jahrtausende wandelten sich alle Tiere ab, auch der Affe. Doch die Dinos waren schon längst ausgestorben. Wir Menschen stammen am nächsten vom Affen ab. Am 7. Tag schaute er hinunter und freute sich. Und die 3 Schüler haben sich hier als Entchen im Teich mit in diese Schöpfung integriert und ein sehr positives, schönes Bild ans Ende dieses 6-Tage-Werks gesetzt. Soweit mal die erste 5-Klass-Vorstellung, wie wir sie hier greifen können. Wir haben also Nico jetzt hier im Alter von 12 Jahren und 4 Monaten als Teil dieser Malgruppe. Für ihn ist der Ursprung der Welt so, dass Gott als Schöpfer der Welt, hier der Erde, dieser Erdkugel tätig wird. Von einem Urknall ist in diesem Bild nirgendwo die Rede. Da sind andere Schüler ganz anders unterwegs. Ein Bibelverständnis, das wir greifen können, lässt natürlich einen starken Einfluss von Genesis 1, 1 bis 2, 4a spüren, in einem eher wörtlichen, historisierend berichtenden Verständnis. Zum Ursprung der Pflanzen, diese bemerkenswerte Schöpfung durch die Engelszwergchen,
die Gott hier helfen. Der Transzendente, der nicht auf die Erde kommen kann, geht also nicht selber runter, sondern schickt hier gut alttestamentlich seinen Außendienst, um dann in einer Evolution, wo wir merken, natürlich naturwissenschaftliche Wissenselemente sind in den Köpfen der Fünftklässler voll präsent, hier eine, wie es heißt im Text, Anpassung einiger Kreaturen an das Wasser oder eben die Veränderung der Spezies der Dinosaurier über den Affen, der nicht auf dem Bild dargestellt ist, aber im Text erwähnt wird, bis zum heutigen Menschen dokumentieren. Wenn man jetzt das Verhältnis zwischen Evolution und Schöpfung in diesem Bild und diesem Text anguckt, stellt man fest, Gott schuf die ersten Tierarten, ja, das ist im Prinzip so eine Art kreationistisches Grundtypenmodell, die sind fertig, aber sie werden sich entwickeln, ja, wir hätten sogar Makroevolution, wenn wir so wollen, und es ist also eine natürliche Evolution der Tiere, die von Gott initiiert wurde. Ich nenne das mal naturale Tierschöpfung, um eben anzudeuten, sowohl Natur als auch Gott spielen in diesem Konzept bei den Schülern eine Rolle. Das habe ich jetzt versucht, immer in so ein Schema zu bringen. Also wenn jemand sagt, etwa im Sinne des Kreationismus oder des wundersamen Erschaffens, dass ein Mensch entsteht, dann wäre das, wenn Gott alleine dafür verantwortlich gemacht wird, eine supranaturale Menschenschöpfung. Wenn ich hingegen im Sinne des Naturalismus völlig auf metaphysische Wirk- oder Form- oder sonstige Ursachen verzichte, eine naturalistische Humanevolution. Und wenn ich die Frage, woher kommt der Mensch, mithilfe von beiden, sowohl dem Schöpfergott als auch Naturwissenschaft wie Evolution oder ähnlichen Präkonzepten beantworte, spreche ich wie hier bei Nico von einer naturalen Menschenschöpfung. Das ist also die, sozusagen der Schnappschuss, was der Fünftklässler denkt. Jetzt machen wir den Zeitsprung, 2 Jahre später. Derselbe Schüler, 14 Jahre, 2 Monate alt, Sie sehen ihn hier auf dem Bild. Zum Ursprung der Welt ist Nico jetzt skeptisch. Er hat den Urknall erwähnt, aber er ist sich nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. Und er bevorzugt die biblische Perspektive. Also er sagt, das ist eher die Bibel wohl, die hier recht hat. Was genau er damit meint, bleibt im Dunkeln. Vielleicht sagt er aber, hat Gott den Urknall erschaffen. Also da deutet sich eine Kombination an, der er zumindest nicht ablehnend gegenübersteht. Das Bibelverständnis dokumentiert er selber so, man darf nicht alles wörtlich nehmen. Das ist natürlich auch im Religionsunterricht eine Aussage, die die Schüler in dem Alter tätigen. Ob das dann immer so durchgeführt wird, muss man gucken. Was ist jetzt mit dem Ursprung der Pflanzen? Als ich ihn im Interview darauf angesprochen habe und auch mit seinem Bild nochmal in Kontakt gebracht habe, hat er gesagt, ja, also Engelszwergchen, da glaubt er jetzt als Siebtklässler nicht mehr daran. Aber er hat jetzt auch keine bessere Idee, vielleicht waren es ja normale Engel, die da runtergekommen sind und die Pflanzen eingepflanzt haben. Für einen Siebtklässler eigentlich auch noch eine eher kindliche Vorstellung, aber so hat er sich geäußert. Evolution ist für ihn auch klar eine Entwicklung von Dinosauriern zu Affen und Menschen, das ist für ihn sozusagen bewiesen. Und er hat jetzt eine interessante Kombination. Für ihn stellt es als Siebtklässler kein Problem dar, Evolution und Schöpfung miteinander zu versöhnen. Er lässt sich darauf ein, die Idee, Gott lässt der Evolution freien Lauf. Er kann also beides verbinden und auch hier wieder eine naturale Menschenschöpfung messbar. Wir springen ins Jahr 2014. Nico guckt uns hier als 16-Jähriger an. Er hat jetzt zum Ursprung der Welt eine Idee, dass Urknall und Universum von Gott erschaffen wurden. Danach aber erschuf Gott in 7 Tagen, was er als Schritte einer Abfolge, nicht als 24-Stunden-Einheiten begreift, die Erde. Die erschaffene Welt soll sich dann selbst weiterentwickeln mit einiger göttlicher Hilfe. Bibelverständnis ist jetzt als metaphorische Interpretation zu deuten. Er bestreitet auch, dass es wirklich die Personen Adam und Eva als historische Menschen gegeben hat. Er liest das also metaphorisch, die Paradieserzählung. Und für ihn ist Evolution weiterhin noch wichtiger geworden. Das Leben kam aus Mikroorganismen, die Dinosaurier existierten. Menschen entwickelten sich aus Affen weiter. Und jetzt ist es so, dass wir einen Konflikt zwischen Evolution und Schöpfung in seinem Denken haben. Für ihn ist schon klar, dass Urknall und Schöpfung zusammenpassen, sagt er. Da hat er kein Problem. Aber bei Evolution und Schöpfung merkt er, das passt für ihn nicht mehr. Denn der Hintergrund ist, Schöpfung bedeutet für den Neuntklässler, Gott macht was und dann ist es sofort ins Sein getreten. Also eine Art Zaubertrick. Und er kann sich nicht vorstellen, dass die Menschen geschaffen wurden in dem Sinne, dass sie sozusagen von Gott rucki zucki auf die Erde gesetzt wurden. Also
das ist sein Schöpfungsbegriff, so wie er Schöpfung versteht. Und dann hat er natürlich ein Problem mit einer langsamen, schrittweise aufeinander aufbauenden Evolution. Und er hält sich dann an die Evolution und lässt die Schöpfung sozusagen fahren. Das bedeutet, ich habe bei Nico jetzt als 16-Jährigen einmal diese naturalistische Humanevolution kodiert, weil er natürlich hier diesen Konflikt hat und sich quasi auf die Seite der Evolution stellt, um den Ursprung des Menschen zu erklären. Andererseits ist er aber doch schöpfergläubig, was den Ursprung der Erde oder der Welt anbelangt. Von dem her wäre es fatal, ihn einzig und allein in diese naturalistische Kiste einzuordnen, denn er hat ja noch eine etwas schwächer ausgeprägte, aber vorhandene Schöpfungsidee, dass Gott sozusagen doch am Anfang etwas gemacht hat und dann haben sich eben evolutiv die Menschen aus den Tieren herausgebildet. Insofern habe ich hier zwei verschiedene Einstellungen bei ihm kodiert, wie man so schön sagt. Das wäre jetzt quasi Nikos drittes Bild und wenn ich diese drei jetzt zusammenfasse, sehen Sie also in der diachronen Perspektive eine relativ große Stabilität der Einstellung zur Frage, woher kommt der Mensch, sowohl in der 5., 7. als auch 9. Klasse, wobei aber dann in der 9. doch nochmal eine deutliche Veränderung Richtung naturalistische Humanevolution erkennbar ist, ohne dass er aber sich völlig auf den, gottlose Evolution stützt, sondern er hat Gott als Schöpfer vielleicht eher einem deistischen Konzept zufolge noch im Programm. Das ist jetzt dieser Einzelfall. Und ich stehe jetzt mit der Arbeit praktisch vor diesen Einzelbildern und versuche jetzt nochmal einen Schritt zurückzutreten in meiner Arbeit und zu gucken, gibt es Muster, gibt es verallgemeinerbare, fallübergreifende Entwicklungs- oder Stabilitätsideen, gibt es vielleicht die eine oder andere Größe, von der die Schülerinnen berichten, das war eine wichtige Erkenntnis, das war ein wichtiges Wissenselement, das habe ich gelernt hierzu, wo man vielleicht ein bisschen erschließen und erahnen kann, was die Motoren dieser Wandlungsbewegungen letztlich sein könnten. Und um Ihnen einfach ein Kontrastbeispiel noch zu liefern, das wäre Lena, die eben in demselben Sample drin ist, die jetzt in einer anderen Gruppe war. Für sie wäre das am Anfang eine Schöpfung gewesen, wobei auf ihrem Bild zum Menschen nichts direkt erklärt wird. Man weiß nicht, ist es supranatural oder natural, dass Gott die ersten Menschen geschaffen hat. Aber dann pendelt sie in Klasse 7 Richtung naturalistische Humanevolution, um dann als 15-Jährige doch diese Versöhnung zwischen beiden, diese Integration oder diesen Dialog, sage ich jetzt mal, drin zu haben. Und insofern sehen Sie, die Einzelfälle sind doch sehr unterschiedlich und ich kann bis jetzt keine verallgemeinerbare Entwicklungslogik Ihnen präsentieren und bin auf der Suche nach einer solchen, sofern es sie denn gibt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.